Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 16. Dezember 2019. Und auf dem Titel heißt es: Corbyn entschuldigt sich, Labour-Chef nennt noch keinen Termin für Rücktritt. London, während Premierminister Boris Johnson bei einstigen Labour-Anhängern im Nordosten Großbritanniens am Wochenende nach seinem Wahlsieg um Vertrauen geworben hat, zeigte sich der unterlegene Labour-Chef Jeremy Corbyn reumütig. Johnson bedankte sich bei einem Besuch früherer Labour-Hochburgen bei den Wählern für ihre Unterstützung bei der Parlamentswahl und kündigte an, seine Wahlversprechen einzuhalten. Oppositionschef Corbyn entschuldigt sich bei seinen Anhängern für das historisch schlechte Abschneiden der Labour-Partei. Der Druck aus der Partei auf ihn, nun zügig zurückzutreten, wächst. Er könne sich vorstellen, wie schwer es den früheren Labour-Wählern gefallen sei, ihr Kreuz diesmal bei den Konservativen zu machen, sagt Johnson am Samstag bei einem Besuch in Sedgefield, dem früheren Wahlkreis von Labour-Politiker und Ex-Regierungschef Tony Blair. Ich möchte dass die Menschen im Nordosten wissen, dass die konservative Partei und ich ihrem Vertrauen gerecht werden, fügte der Regierungschef hinzu. AFP. Bro, ich weiß jetzt nicht, von wem das Zitat kommt, ob das von Tony Blair oder Boris Johnson kommt. Ich finde das Ganze ziemlich verwirrend. Es ist wieder kein schöner Artikel. Tschüss.